Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen nach recht langer Zeit, nach meinem letzten Video. Ja, gab es eine, schon sehr extreme familiäre Krise und ja, da fehlt einem wirklich die Muße, die Kraft, Legungen zu machen. Aber jetzt habe ich auch dieses Bedürfnis, die Karten hier endlich auch wieder in die Hand zu nehmen. Und ich lade euch ein zu einer Legung, zu einem zeitlosen Auswahlorakel, das Keltische Kreuz. Das Keltische Kreuz ist eine ganz traditionelle, klassische Form der Legung mit 10 Karten und du kannst dann aus verschiedenen Tarots hier auswählen. Die Zeitstempel findest du unterhalb des Videos in der Infobox, auch meine Kontaktdaten und andere Infos, und lass dich von deiner Intuition hier führen, stelle aber auch deine persönliche Frage an dein keltisches Kreuz und ja, verlass dich auf deine Intuition, spür rein, welche Impulse dich hier inspirieren, die etwas in dir anstoßen, und nimm das für dich mit. Ja, 4 Tarots bzw. 4 Steine. Vielleicht magst du auch nach den Steinen auswählen. Stapel 1 mit dem Mangano-Kalzit, ganz schön, und dem Gentle-Tarot. Stapel 2 mit dem Spirit-Song-Tarot und einem Karneolherz. Stapel 3 mit den leider so dünnen Karten, weil sonst ist das ein ganz schönes Tarot, dieses keltische Tarot mit diesem, ich nehme an, Baumachat, ganz schön, hier hat er wenige Einschlüsse. Und Stapel 4 mit dem Animal Tarot und dem Rosenquarzherz. Ja, da sieht man auch mal den Unterschied zu dem Mangano-Kalzit ganz gut. Ja, es sind diesmal alles sehr tierbasierte Tarots. Ihr wisst, Krafttiere auch mein ganz, ganz großes Thema und hoffentlich auch da bald eine Legung. Und nun stell deine Frage an das keltische Kreuz und wähle deinen Stapel. Dort treffen wir uns dann. Bis gleich. Hallo und ganz herzlich willkommen, Stapel 1, zu deinem keltischen Kreuz. Stelle deine Frage an das keltische Kreuz und wir schauen hinein mit dem Gentle Tarot und dem wunderschönen Mangano-Kalzit. Bitte für Stapel 1 die Botschaften, das keltische Kreuz. Stapel 1, das Thema, das ist es, der Mond, was kommt hinzu, fördernd oder hindernd, der Ritter der Kelche, was ist oben im
Bewusstsein, der Eremit im hier das Unbewusste, darauf ruht es, sagt man auch. Vier, der Kelche. Das war bisher. Acht, die Stärke mit dem Wal. Das kommt als nächstes. 13, große Arkana, der Tod. Wir haben hier ganz viel große Arkana. Das ist deine Einstellung, so siehst du es. Die Welt. Ende der großen Arkana. Wow. Das ist der Ort, dort findet es statt. Oder so sehen es die anderen. Der Magier. Und das sind deine Hoffnungen oder auch Ängste. Noch eine große Arkana, Wahnsinn, sechs der Wagen, und das ist dann die weitere Zukunft, dort führt es hin, das Ass der Kelche. Stapel 1, du bist oder wirst gesegnet sein. Bisher bist du vielleicht ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes versunken. Versunken in deinen Gefühlen, in Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Verletzungen gab, ja, die dich dazu bringen, dich hier auch zurückzuziehen. Also seelische Verletzungen, die dir zugefügt wurden und du im Moment auch nicht aufnahmebereit bist. Du hast ganz viel investiert, ganz viel bisher gegeben. Hier der Ritter der Kelche, der Lachs, der sich hier gegen den Strom aufwärts ja, bemüht, oder auch die Unterströmungen, den Sog für sich nutzt, aber hier eben alles gibt, damit es weitergeht, damit es in die nächste Generation gibt, geht, wenn der Lachs angekommen ist und für seine Vermehrung gesorgt hat, dann stirbt er nach dieser Wanderung. All das, was hier in dir ruht, auch hier, dir ist das schon, das ist ein Prozess, der schon länger geht. Wird hier schon vieles bewusst. Du schöpfst hier schon sehr auch aus deiner Tiefe. Wie gesagt, du ziehst dich hier oder hast dich bisher auch zurückgezogen in deine Höhle. Dafür steht der Eremit auch für die Höhle. Auch ich sehe auch den Bären neben dem Fuchs hier, der sich hier einrollt. Und du hast in der Vergangenheit ganz, ganz viel Stärke, eben auch hier doppelte Energie bewiesen. Du bist bereit, dich mit deinen Verletzungen, den seelischen Wunden hier auch zu befassen. Und du bist bereit, das alles ans Licht zu bringen. Und das wird aber erst in einer, ich sag mal, weiteren Zukunft passieren. Als nächstes bist du ganz hier in diesem Prozess der Wandlung. Raus dann aus diesem, sich bewusst auch abgeschlossen haben, ja, sich bewusst sich selbst ausgesetzt zu haben, um sich mit diesen tiefen Gefühlen, tiefen Emotionen hier auseinanderzusetzen. Du bist hier in einem ganz starken, ungeheuer starken Transformationsprozess.
Und das ist eben ein Prozess, der in dir stattfindet, aufgrund all deiner Erlebnisse, all deiner Erfahrungen aus der Vergangenheit. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Schlüsse daraus zu ziehen, die Folgen auch zu sehen und die Entscheidung zu treffen, wie du weitergehen willst. Ja, der Tod, der ja auch schon für den Neubeginn steht. Wie gesagt, du hast alles hochgeholt, du brauchst deine Zeit, ja, um das zu verarbeiten. Du bist, ja, hier Wahnsinn. Deine Einstellung ist die Welt, dass hier eine wirklich ganz neue Welt auf dich wartet. Das sehen auch, hoppla, die anderen so, also andere Menschen erkennen deine magischen Fähigkeiten. Ja, das macht dich rund. Du bist hier auch ganz stark bereit zum Neuaufbruch. Es ist deine Hoffnung hier, ja. Und das ist ganz klar nicht nur eine Hoffnung, sondern ein klares Go. Übrigens frisst der Bär die Lachse. Und er freut sich immer sehr, wenn die kommen, ja. Also was du hier in dein Leben bringst, hineingebracht hast, ist auch für andere nützlich, die das auch erkennen und für dich dann die große Ass der Kelche, die größte Glückskarte der kleinen Arkana, die große Chance auf dieses Überfließen, dass du eben hier nichts mehr Emotionen für dich behalten musst, irgendetwas verbergen musst, sondern dass du es wirklich dich ins Fließen lassen kommst nach diesem ja, ganz, ganz tiefen Transformationsprozess ist hier ganz starke Aufbruchsstimmung und du hast nochmal Stapel 1 ungeheure Kräfte. Wir haben nochmal alles voller großer Arkana. Es war ein oder ist ein langer Weg bis hierher gewesen und sicher auch schmerzhaft, aber du hast eben jetzt die Gelegenheit, das klar zu erkennen, ja nochmal für dich zu sein, ja in deine Traumhütte hier auch, um dann in diesen ganz neuen Abschnitt deines Lebens zu gehen, wo eben nochmal alles fließen darf. Und alles, was war, ja, alle Emotionen vor allem, die hier ausgehalten haben, du hast hier immer dein Gefühl eingebracht, die hier, ja, jetzt insofern gehen dürfen, dass du deine wahren Empfindungen leben darfst, dass du deine seelischen, Verletzungen, Wunden hier überstehst, ja, und mehr als das, auch hier der Bär, wie ich vorhin gesagt habe, den sehe ich hier eigentlich auch bei den Eremit, dieses auch deine Träume hier, ja, hier jetzt hervorzubringen, was hier aus deiner starken Tiefe kommt, mit ganz viel Mut hier voranzugehen und das Leben hier fließen zu lassen und in die Begegnung hier zu kommen. Eine ganz große Chance nach einer, ja, langen, langen Entwicklung, die in dir stattgefunden hat. Auch hier mit dem Tod der Einsiedlerkrebs, der hier herauskommt, ja, das kommt als nächstes. Liebe Stapel 1, liebe Menschen, die das hier betrifft, ich freue mich ganz, ganz sehr für dich, für euch, für so eine wunderbare Legung und vor allem für diesen Aufbruch in eine neue Zeit nach einer ja, langen Zeit der Verarbeitung.
Alles Gute für dich, für Stapel 1 hier, für diese Botschaft. Lass gerne ein Like da, ein Abo oder auch oder auch einen Kommentar. Da freue ich mich. Alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und ganz herzlich willkommen, Stapel 2, zu deinem keltischen Kreuz. Du hast dich für das Spirit Song Tarot entschieden oder für dieses schöne Karneolherz. Ja, stell deine Frage an das keltische Kreuz und wir schauen hinein in die 10 Botschaften. Bitte für Stapel 2 die Botschaften des keltischen Kreuzes. Das ist es, der Turm mit dem Chamäleon. Wir haben diesmal bei allen Legungen ein tierbasiertes Tarot. Für Stapel 2, für dein keltisches Kreuz, deine Frage, bitte die Botschaften. Das ist das Thema, das ist es, was es fördert oder auch behindert, die 8 der Federn, 8 der Luft, der Maus, das krönt es, 7 der Wagen, hier mit dem Rhinoceros, darauf ruht es, 7 der Fäden, 7 der Luft mit dem Gepard, das war zuvor die jüngere oder überhaupt Vergangenheit. Der Page, der Bube, der Muscheln, das Wasser ist mit dem Frosch. Das kommt als nächstes. 5 der Federn, ganz viel Luft hier dabei mit dem Gürteltier. Deine Einstellung, deine Haltung ist 10 der Kristalle, 10 der Erde, das Krokodil. Dort findet es statt oder so sehen es die anderen. 6 der Acorns, der Eicheln, des Feuers. Deine Hoffnungen oder Ängste. 6 der Kristalle mit den Erdmenschen. Und wo geht es hin? Für dich Stapel 2, das Ass der Kristalle, Ass der Erde mit dem Panda-Bär. Recht groß hier die Karten. Mal gucken. Wow, das ist hier ganz schön intensiv. Bei dir Stapel 2 ist Aufbruchsstimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Und was immer du bisher vielleicht verborgen hast, indem du dich auch hier mit dem Chamäleon immer wieder nach außen angepasst hast, das sollte jetzt vorbei sein. Und du hast auf jeden Fall alles, was du erlebst, dir ganz genau angeschaut. Ein bisschen
schwierig, die Karten zu erkennen. Tut mir leid, die sind recht hell. Das ist etwas unschön. Mit der Maus hast du also wirklich alles abgetastet. Ja, du hast auch alles strukturiert und bist jetzt eben bereit für diesen Aufbruch. Und zwar mit Kraft und mit Schnelligkeit. Du bist auch Stapel 2 in einer Art Reinigungsprozess. Bisher hast hier ganz neue Anstöße, ganz neue Impulse bekommen, die dich eben in eine ganz neue Richtung schauen lassen. Die schauen alle in die Zukunft. Bei dir, Stapel 2. Und du wirst wissen, hier mit der 5 der Fäden, mit dem Gürteltier, wo du deine Grenzen setzt, dich eben nicht mehr verstellst, sondern klar weißt, wo du auch Nein zu sagen hast. Ja, du weißt, dich zu schützen, statt dich zu verstellen. Ja, es ist auch wie eine Form von Enthüllung. Und du hast dich, wie gesagt, gut selbst beobachtet. Du hast gut auch deine Umgebung dir angeschaut. Ja, du weißt, jetzt darauf schaut die Maus hier, was wirklich ist. Und das gibt dir, das ist deine Haltung, deine Einstellung, enorme Stabilität, enorme Kraft, mit diesen selbstgesetzten guten Grenzen kannst du vorangehen und deine Umgebung sieht deine Ausdauer, sieht deine ja auch Widerstandskraft, die du auch hier schon mit dem Gürteltier haben wirst, durch deine Erfahrungen. Und auch mit dem Wapiti geht es natürlich wie auch mit dem Nashorn und mit dem Gepard schnell voran, mit Kraft voran, aber auch eben mit Widerstandskraft und mit Durchhaltevermögen. Du wirst auch selbst erkennen, wie dein Tempo ist, ein Gefühl für deine Geschwindigkeit bekommen, das Gefühl dafür, wann es gilt anzuhalten und dann weiter zu gehen, ja, und wann es gilt ausdauernd zu laufen, eben mit gesunden Grenzen. Deine Hoffnungen, deine Ängste sind hier, ja, finde ich, Hoffnungen. Jetzt kommt hier das Erdelement ins Spiel mit den Kristallen, die Erdmenschen. Deine Hoffnung ist, dass dein Vorangehen auch Synergieeffekte bei dir und bei anderen erzeugt. Ja, die Erdmenschen, die leben zusammen. Da ist auch immer einer abgestellt, der warnt. Und deine Hoffnung ist eben hier, sich auch, dass diese Kraft, die du hast, die hier ganz klar in die Zukunft geht, die klar nach vorne geht, wo du ganz unverstellt sein kannst, dass du das auch mit einem anderen, mit anderen zusammen erleben kannst. Und es setzt sich fort für deine weitere Zukunft mit dem Ass der Kristalle. Legung 1 endete mit dem Ass der Kelche und jetzt hier wieder ein Ass, wieder eine ganz große Chance. Dafür stehen die Asse eben immer hier mit dem Panda-Bär auf eben Wohlstand, auf Fülle, auf die Manifestation, auf die Verwirklichung dessen, auf was du hier schaust, ja, und letztendlich schaust du mit allen hier ja in die Zukunft, auf diese Erdmenschen, auch auf diese Gemeinschaft. Also Stapel 2, du erlebst hier auch einen
starken inneren Prozess. Also es gibt hier vielleicht auch dann etwas hier mit dem Turm, was das Ganze so anstößt, so diesen letzten Auslöser, dir den letzten Kick gibt, zu sagen, jetzt gehe ich mit Kraft voran, ich setze meine Grenzen, ja, ich erlebe mich nicht mehr wie einen Schwamm, der alles andere eben aufnimmt, der seine eigene Grenze eben nicht mehr kennt, und ja, kann hier mit ungeheurer Kraft, mit dem Krokodil, mit dem Wapiti vorangehen. Hier heißt es auch Erfolg und Triumph. Deine Widerstandskraft zahlt sich aus, dieses Grenzen setzen zahlt sich aus, und zu wissen, wann es dann losgeht. Das ist wirklich ein klarer Zündungsprozess hier auch, und die Manifestation ist dann hier wieder ganz langsam mit dem Panda-Bär eben, ja, ganz andere Energie, in die du dann kommst. Aber jetzt geht's erstmal wirklich los für dich, Stapel 2. Ganz, ganz starke Energien. Freue mich, ja, natürlich ganz, ganz dolle auch mit dir, Stapel 2. Verlass dich auf deine Intuition. Sei vorbereitet. Durchschaue hier, die Maus ist eine ganz starke Kraft, wenn auch ein kleines Tier. Durchschaue die Dinge, die Strukturen, und ja, du kommst hier in einen wirklich enormen Aufbruch, der dich dann in eine, ja, denke ich, eine Zeit der Gemeinschaft hier führt, in eine Zeit der Synergien. Auf jeden Fall ganz, ganz starke Aufbruchsstimmung, und ich wünsche dir, Stapel 2, alles, alles Gute dabei, und freue mich, wenn du ein Like hier lässt, ein Abo und ganz gerne auch einen Kommentar. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hi und herzlich willkommen, Stapel 3, zu deinem keltischen Kreuz. Du hast dich für dieses keltische Tarot entschieden, das Wildwood Tarot. Name ist mir in der Einleitung nicht eingefallen. Vielleicht hast du dich auch, ja, wegen dieses schönen Herzens, ich glaube, ein Baumachat, entschieden. Hier hat er wenige Einschlüsse. Ja, stelle deine Frage an das keltische Kreuz, und wir schauen hinein in die 10 Botschaften. Bitte für Stapel 3 die Botschaften, das keltische Kreuz. Was sagst du uns? Ups, Ass der Pfeile. Der Atem des Lebens. Was kommt hinzu zum Thema? Der König der Steine, der Wolf. Wow. Was krönt es? Ja, eigentlich wollte ich abheben und ziehen. Das mache ich jetzt auch, wie bei den anderen Stapeln. Stapel 3. Das krönt es. Ups. Ass der Steine. Nochmal Erde. Worauf ruht es? 5. Die Ahnin. Der Hierophant. Was war in der Vergangenheit? 20. Das große Arkana, das Gericht hier, der große Bär. Das kommt als nächstes. Page der Steine mit dem Luchs. Ganz viele Erdelement. Deine Haltung, deine Einstellung. Wow. 15 der Wächter. Es ist hier, ich glaube, im Tarot der Teufel. Ja.
Wow, ganz starke Verbindung hier. Hui, Stapel 3. Das ist der Ort oder dort findet es statt. 4 der Pfeile, Ruhe mit dem großen Schmetterling, den du vielleicht nicht siehst. Deine Hoffnung oder Ängste, wow, große Arkana, die Sonne des Lebens. Die Sonne. Und wo führt es hin? Hui, König der Gefäße, König des Wassers, König der Kelche mit dem Reiher hier. Stapel 3, auch hier. Es sind bisher sind alles ungeheuer intensive, ungeheuer starke Energien. Du hast ganz viel erfahren in deiner Vergangenheit und vor allem hast du aus deinen Erlebnissen, aus deinen Erfahrungen heraus viel gelernt und du bist vielleicht durch dunkle Nächte, durch dunkle Zeiten gegangen und viel Dunklem vielleicht auch in dir begegnet. Das ist deine Haltung, das ist deine Vergangenheit. Ganz, wie gesagt, intensive Erfahrungen, die du hier gemacht hast, auch vielleicht ja Begegnungen mit dem Tod. Deine Seele weiß, darauf ruht dein keltisches Kreuz, dass du dich auf Führung verlassen kannst, dass du begleitet wirst auf deinem Weg immer hier durch das Dunkle, in das Unbekannte hinein, was immer dir auch begegnet. Du bist immer geschützt, Stapel 3. Die Ahnen hier im Rider-Waite-Tarot, der Hierophant ist deine Verbindung zum Göttlichen, deine Verbindung nach oben. Und es kostet dich schon ja viel Mühe, aber du lernst auch ganz viel dabei. Und das wird wichtig für dich nach diesem Weg, ja, durchs Dunkle, durch dieses Unbekannte, ist dein Thema das, was du hier lernst, gelernt hast, all deine Fähigkeiten, all dein Geschick hier jetzt einzusetzen, und zwar fokussiert, zielgerichtet mit diesem Ass der Pfeile und auch mit dieser Energie des Wolfs, der König der Steine, König der Erde, König der Münzen, sagt mir auch, du hast dich in deiner jüngeren Vergangenheit hier auch bist vom Rudel aus einer Gemeinschaft vielleicht weggegangen, aber vor allem nicht um jemand zu verlassen, sondern um für dich ganz neue Erfahrungen eben zu machen. Und auch deine starke Verbindung zum Göttlichen, zum Universum, zur Existenz zu spüren, dass du geführt wirst. Hier auch ganz starke Verbindung zu deinen Empfindungen, zu deinen Gefühlen. Es geht für dich dann darum, zurückzukehren zur Gemeinschaft, zum Rudel, um diese Erfahrungen, die du hier machst, weiterzugeben, um deine Kraft weiterzugeben. Ich denke, das ist das Ziel, um das es hier geht. Ganz intensive Energien hier für dich, Stapel 3. Und mit dem Pagen der Steine, auch hier wieder Steine, wieder Münzen, Erdenergie, ja, manifestierend, ja, eben auch erdend, ist es vielleicht noch nicht an der Zeit,
darüber zu sprechen. Es wird sich viel über das Empfinden finden, ja. Es ist nicht die Zeit der großen Worte. Diese Kraft, die du hier hast, die du hier bekommst, wirkt im Stillen. So ist das auch bei den Lux-Leuten übrigens immer. Das ist die Kraft des Schweigens. Man spürt deine Energie, man spürt das, was du hier als Essenz für dich mitgenommen hast. Es ist also auch noch ein Zurückgezogensein, ja, mit dem Lux hier, auch hier, du brauchst, oder so sehen es zumindest andere, noch Ruhe, noch Erholung auf diesem Weg, den du kennst. Andere spüren vielleicht eben nur, wie schwer das für dich ist. Und hier mit dem Schmetterling, das steht natürlich auch für Metamorphose. Alles, was hier nun angelegt wird, ja, kommt irgendwann in das Stadion des Kokons und dann die letzte Phase des Schmetterlings hier, ja. Und von außen vielleicht für andere schwer zu erkennen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du mit deiner Hoffnung hier schon weißt, wie du neu erstrahlen wirst. Ja? Andere sehen das noch nicht. In dir ist das schon ganz drin, auch hier große Arkana, ja, ist schon auch eine Wahnsinnslegung. Boah, ja, du hast hier wirklich dunkle Täler durchschritten, bist allem begegnet, du bist bereit, ja, für, ich sag mal, deine Wiederauferstehung. Und dann Stapel 3 dürfen alle Gefühle fließen und du wirst entschlossen sein. Und du wirst entschlossen handeln, König der Gefäße, König der Kelche. Ja, deine Energie oder dann hier eben auch ein Mensch, mit dem du verbunden bist oder dich verbunden fühlen wirst nach nochmal einer langen dunklen Nacht. Die Nacht des Schamanen, dieses Tor ins Unbekannte zu durchschreiten, den Weg in den Wald zu wagen, das ist das, was du tust. Und dann wird eben alles auch ganz klar. Und ja, wie mit dem Reiher, der hier ganz lange, ganz ruhig stehen kann. Auch wenn all das, was du hier aus dir dann herausbringst, vielleicht andere überhaupt nicht verstehen können, hier dir vielleicht auch Gegenwind entgegenschlägt, wenn du vielleicht auch einen ganz neuen Weg einschlägst, das wird dich nicht aus der Fassung bringen. Weil du weißt ganz genau, wo du hin willst. Ja, es ist natürlich mit dem Wasserelement, dem König hier, auch deine Empfindungen, um die es hier geht. Und alles an dir darf eben ganz neu erstrahlen. Gehe entschlossen voran. Du hast alle Fähigkeiten, du bekommst sie und auch dein Vertrauen in deine Begleitung und auch in deinen persönlichen Rhythmus hier. Ja, darauf kannst du dich verlassen, was immer dir begegnet, was immer dir passiert. Du bist bereit, hier ganz bewusst hineinzugehen. Du bist auch bereit, eben bewusst ganz eigene individuelle Erfahrungen zu machen, die du eben dann zurückbringst, indem du eben deine Kraft hier weitergibst. Ganz, ganz starke Energien. Ja, und ich denke, die Umwelt sieht das nicht richtig. Das ist für viele hier im Verborgenen, aber für dich ist das auch noch ganz in Ordnung, bis das ins Öffentliche, ins Außen wirklich kommt
Und das hat, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Aber das ist für dich vollkommen in Ordnung. Es gibt nichts mitzuteilen noch. Ja, aber dein ganzes Wesen wird natürlich hier auch ganz anders ausstrahlen, sodass es interessant sein wird, wie hier die Bewegungen, Verbindungen mit deiner Umwelt sich entwickeln werden. Boah, Stapel 3, ich bin geflasht. Eine Legung so stark wie die andere. Auf jeden Fall hier auf deinem Weg, Stapel 3. Alles, alles Gute für dich und lass gerne ein Like hier, ein Abo, auch einen Kommentar. Da freue ich mich und ja, in diesem Sinne denke ich an dich. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 4, zu deinem keltischen Kreuz. Du hast dich vielleicht für den Rosenquarz entschieden oder einfach für die Rückseite dieses Tarots. Das ist das na, Animal Tarot, Orions Animal Tarot. Ups. Ja, Stapel 4. Stelle deine Frage an dieses Tarot, an dieses keltische Kreuz und wir schauen in die 10 Botschaften für dich, Stapel 4. Das keltische Kreuz bitte für Stapel 4. Was ist das Thema? Das ist es, Stapel 4, 5 der Kelche. Das sind sehr tierbasierte Tarots mit diesen kleinen Garnelen. Was kommt hinzu? Was fördert es oder was ist hinderlich? Die große Arkana mit dem großen Krebs hier, die Temperance, die Mäßigkeit. Darauf krönt es. 10 der Münzen mit dem Wal. Buckelwal, nehme ich an. Darauf ruht es, das Seelische, das Unbewusste. 9 der Kelche mit diesem Königspudel. Das war die jüngere oder die Vergangenheit. König der Kelche, das kommt als nächstes. 5 der Münzen mit dem Eisbär. Deine Haltung, Einstellung zu deinem Thema. 6 der Münzen. Viele Münzen. Hatten wir schon mal. Das ist der Ort, dort findet es statt, oder so sehen es die anderen. 3 der Stäbe mit dem Eichhörnchen. Deine Hoffnungen, deine Ängste. 10 der Stäbe mit dem Biber. Und wo führt es hin, die weitere Zukunft? Wow. Die Stärke hier, große Arkana 11 in dem Fall, in den meisten Tarots ist es die 8 hier mit diesem prächtigen Hirsch. Hui. Stapel 4, was ist los bei dir? Gibt es Probleme mit dem
Herzkönig bzw. Königin. Die Rollen können immer vertauscht sein. Du hast, kann ich mir vorstellen, hier eine, ja, Liebeskummer, eine emotionale Unausgewogenheit, Unausgeglichenheit. Gab es vielleicht ein Ereignis, ja, betreffend eben diesen Herzkönig beziehungsweise eben eine Königin. Also irgendwas hat hier Gefühle aufgewühlt, eine Person, einen Menschen betreffend, mit dem du dich sehr verbunden fühlst. Dir, du bist hier ganz, du selbst bist hier ganz stabil, ja. Du bist bereit und dir ist das bewusst, hier auch in deine Tiefen hier zu tauchen, ja, auch in die emotionalen Tiefen, auch wenn es hier die Münzen sind, ist das der Wal, der hier ganz tief ins Wasser taucht und etwas aus der Tiefe eben hervorholt. Und in deiner seelischen Tiefe bist du ganz hier in der Fülle, ruhst hier ganz in dir. Und mit der Temperance, ja, große Arkana, hast du Geduld, du hast den Blick, der eben tiefer geht. Du lässt dich nicht hier von emotionalen Anstößen irritieren oder zumindest nur vorübergehend, weil du dann eben in die Tiefe gehst und für dich es auch heißt, dich hier mit dem Eisbär und dem Nordstern, fünf der Münzen übrigens hier auch, dich zu orientieren, dich deine klare Orientierung zu behalten. Kommt auch dann hier mit dem, der Stärke. Du hast die richtigen Antennen. Du lässt dich nicht in die Irre führen. Vielleicht gibt es dann hier auch Gerüchte oder was immer hier, Gerede, einfach Tratsch, ja, der deine Beziehung hier belasten will. Ja, vielleicht gibt es hier auch jemand, der neidisch ist, eifersüchtig auf dich. Bewahre deine Ausgeglichenheit. Bleibe immer in deiner wahren eigenen seelischen Tiefe. Das gibt dir die klare Orientierung. Ja, die liegt ganz in dir selbst, weil es kann auch hier dann im Außen sein, wie auch hier schon, dass hier viel Verwirrung vielleicht auch gestiftet wird. Ja, dass hier viel los ist, was, wenn du aus deinem Gleichgewicht kommst, ja, dich eben aus der Bahn werfen könnte. Ja, was immer hier passiert im Außen, du kennst die Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Du weißt, auf wen du vertrauen kannst. Auch hier mit deinen Hoffnungen, der Bibel baut den Bau nicht für sich alleine. Ja, und es geht um ein stabiles Konstrukt für die Zukunft. Ja, wir haben ja hier schon andauernd die Münzen. Und hier geht es wirklich darum, für die Zukunft zu bauen, intelligent weiterzugehen. Das geht mit dieser klaren Orientierung und vor allem auch mit wirklich diesen feinen Antennen, die du hier entwickeln kannst. Ja, ich bin mir, wie gesagt, sehr sicher, dass hier eben viel Irritation kommen wird. Nochmal, Gerede, Getratsche, Eifersüchteleien, jemand, der neidisch auf dich ist, der vielleicht auch einfach versucht, dich, wenn es sich um dich selbst handelt, hier aus deinem Gleichgewicht zu bringen. Keine Chance. Du bist hier so gut begleitet mit der 9 der Kelche, mit dem Wal, 10 der Münzen, mit der Orientierung, mit dem Eisbär, 5 der Münzen, ja, mit deiner Gewissheit, ja, dass es immer gleichgesinnte
geben wird, ja, und auch wahre Freunde, ja, weil es gibt hier eben Widersacher, Neide, Konkurrenten, sowas in der Art. Beschütze deinen Bau, beschütze dein Werk gut. Die Kraft hier hast du auch mit dem Biber. Der Biber, der kann sogar einen Elch vertreiben, ja. So ein Elch, der mag auch das frische Grün und der Biber schafft das mit seinem Paddel. Pass gut auf eben dein Werk auf, ja, auf das, was dir wichtig ist. Verliere eben nicht die Orientierung. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Lass dich nicht aus deinem Gleichgewicht bringen. Verlasse dich ganz auf dieses innere seelische Füllegefühl, auf die deine Fähigkeit, selbst in die Tiefe zu tauchen, alles hochzuholen und hier dann die Verbindung nach oben mit deinen guten Antennen. Ja, wer immer hier vielleicht gegen dich ist, ja, gegen deine Empfindungen, gegen deine Gefühle, bleib ganz bei dir, Stapel 4. Auch wenn hier die Eichhörnchen um die Bäume herumsausen, alles am Sammeln und am Machen ist, ja, das sind diese zwei Karten, die hier die Botschaft bringen, Irritation, dich aus dem Gleichgewicht bringen wollen, ja. Ich sage hier, keine Chance, wenn du dich nochmal auf deine auf deine seelischen Wurzeln hier besinnst, auf deine Orientierung, auf deine Gabe, in die Tiefe zu gehen, ja, und dich eben immer auch sensibel zu sein für diese Schwingungen, die hier von außen kommen. Bleib in deiner Energie, beziehungsweise wenn es um deinen Herzkönig, Königin hier geht, lass dich hier eben nicht irre machen. Auch hier, Stapel 4, ich kann nur sagen, so intensive, starke Energien. Ich freue mich auch hier bärens und ganz dolle für diese ganz tollen Botschaften. Auch hier ein Dank mal ans Universum, an die Schöpfung, an die Existenz. Alles, alles Liebe für dich, Stapel 4. Lass gerne ein Like hier, einen Kommentar oder ein Abo. Da freue ich mich und in diesem Sinne denke ich an dich. Wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao.